Ja, servus meine Jungs und Mädels, damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge StarCraft 2 Half of the Swarm. Ja, in der letzten Folge haben wir hier Zugfahren wiederbelebt, den uralten von Zeus. Und ja, gucken wir erstmal gerade in die Evolutionsgrube. Was sagt Avatur zu uns? Urzag, inakzeptabel, müssen ausgelöscht werden, ohne Überreste. Urzerg vernichten. Was meinst du damit? Urzerg-Fernkämpfer auf Schlachtfeld gesehen? Basieren auf Hydralisken. Urzerg haben Entwurf von Schwarm gestohlen. Schwarm nur Stunden, Tage auf Planet, wird bereits kopiert. Avatur, bist du etwa verärgert? Inakzeptabel. Macht vom Schwarm Stärken zu assimilieren. Urzerg dürfen nicht stehlen. Mach dir darüber keine Sorgen. Sie werden auf unserer Seite sein, bevor ich hier fertig bin. Wie sauer er ist. Wie geil. Ist der Hammer, wie sauer er ist auf einmal. Der Abatur, der Gute. Coole Sache. Okay, Mutalisken, was haben wir hier? So, was haben wir hier? Ergebnisse. Die Angriffe der Mutalisken erhalten 3 zusätzliche Übersprünge und treffen bis zu 6 Ziele. Die Übersprünge verursachen erhöhten Schaden und haben eine große Reichweite. Was haben wir hier? Mutalisken regenerieren außerhalb des Kampfes 10 Trefferpunkte pro Sekunde und muss sich 5 Sekunden lang außerhalb des Kampfes befinden. Okay, eigentlich ganz geil, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Erhalten 5 Schaden gegen gepanzerte Ziele, ein Anstieg von 100%, Angriffe springen nicht mehr auf zusätzliche Ziele über. Ja, ich würde sagen, dann nehme ich einfach die bösartigen Gleven, dann springen die halt nochmal eben über. Ist ja ganz geil, oder? So, alles klar, dann zurück. Wir haben alles entwickelt. Sprechen wir mit unseren Leuten. Was hat Sagara eigentlich? Hier werden wir stärker werden. Okay. Was hat der Uralte? Du hast Fragen. Die Urzerg sagen, der Schwarm sei korrumpiert. Was hat der gefallene Xel'Naga Amon getan? Er wollte unsere Stärke, die Fähigkeit Essenzen zu stehlen. Doch wir waren frei und folgten ihm nicht. Er band die Zerg an einen einzigen übergeordneten Willen. Ohne eigene Identität wurden sie seine Sklaven. Der Schwarm. Das ist Amons Korrumpierung? Ja. Ein schreckliches Schicksal für einen starken Urzerg. Interessant. Das heißt, wir sind quasi, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind wir quasi Abtrünnige. Interessant eigentlich zu erfahren, wenn man mal recht ehrlich ist. Also finde ich doch recht interessant. Ah, okay. Was sagt Isha? Meine Königin, warum haben wir den Uralten geweckt? Seine Kraft übertrifft selbst deine. Der Uralte ist der Schlüssel zu den verborgenen Kräften von Zerus. Und ich brauche dieses Wissen. Aber wird er uns nicht vernichten? Wir setzen alles auf eine Karte. Die Terraner machen so etwas, wenn ihnen ihr Instinkt sagt, dass die Zeit reif ist. Ich verstehe. So wie der Terraner James Rayner, der nach Char kam, um dir deine ursprüngliche Form zurückzugeben? Ja, genau so. Das einzige Problem damit ist, dass man manchmal auch verliert. Ach, der Name James Rayner ist für sie ein rotes Tuch. Ehe du ihn erwähnst, wird sie direkt wehleidig und wehmütig. Ach ja, genau so war das. Ach, die gute alte Kerrigan, sie ist halt doch eine Frau, ne? Naja gut, egal, was soll's. Sollte jetzt auch nicht so frauenfeindlich klingen, hoffentlich zumindest. Egal, wir machen mal die nächste Mission. Was erwartet uns denn? Warte mal, Kerrigan, wie viel haben wir da? Ach, einen Punkt dazu gekriegt. Lächerlich. Wuhu, ein Schaden plus. Mission! Begib dich zum Geburtsort der Zerg. Dort wirst du geprüft werden. Vielleicht wirst du zerrissen. Doch wenn dein Zorn stark genug ist, gehört die Macht von Zerus dir. Wird sie das? Interessant. Ja, starten wir mal die Mission. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, jetzt war... Ich glaube, diese Mission, ja. Ich mich nicht ganz irre. Wird es diese Mission sein? Die Suche nach Macht hat dich an diesen Ort geführt.
Macht, um Mengsk zu töten. Sag mir, was ich tun muss. Diese Macht ist sogar noch älter als ich. Und sie hat ihren Preis. Was bist du bereit, für deine Rache zu opfern? Alles. Du musst die Macht spüren. Sie ruft dich. Geh zu ihr. Die Urzerg haben deine Ankunft bemerkt. Sie sind hinter dir her. Abatur, schick mir die Kreatur, an der du gearbeitet hast. Den Schwarmwirt. Uressenz genutzt für Anpassung. Erschafft Schrecken, um Gegner zu töten. Ja, der Schwarm wird auch eine sehr coole Einheit, ja, und es ist die Mission, die ich schon seit langem eigentlich erwarte. Urzerg im Anmarsch. Verwurzelt Schwarmwirte, damit sie Schrecken erschaffen können. Was jetzt? Hallo? Wo bleiben Sie? Sie kommen. Tun Sie das? Sind Sie denn? Ah, da. Weiter vorrücken. Pass mal auf, Achtung. Haha. Oh, nee, doch nicht. Jetzt aber. Haha. Macht ihn kalt, meine liebe Kerrigan. Ah, die haben sogar Hydralisten, die Säcke. Die Streitkräfte der Urzerg unglaublich. Wurden eliminiert. Dein Weg ist frei. Ja, ich weiß. Wieso gräbt Kerrigan sich dauernd ein? Ja. Ja, dass die Schwammwörter rauskommen. So. Dann mal los hier. Ich weiß nicht jetzt, welche Mission kommen wird. Das ist eine sehr, sehr geile Mission. Und das Ende der Mission ist ultra geil. Lasst uns das hinter uns bringen. Nicht mehr lange. Der Moment ist bald gekommen. Ist dein Hass immer noch stark genug, um das notwendige Opfer zu bringen? Na, hoffentlich, ne? Es ist ein Teich. Der erste Brutschleimpool. Er existierte schon, als es noch keinen Namen gab. Von diesem ursprünglichen Ort stammen die Zerg. In ihm wurde die erste Essenz zu viel. Sie verschlangen sich und gewannen an Stärke. Die ersten Zerg. Du wirst deine Macht bekommen und dich selbst verlieren. Verändere dich. Werde stärker. Empfehlung: Pool meiden. Katalytische Flüssigkeit wird Körper der Königin überwältigen. Nicht stark genug. Der Hass der Königin ist stark genug. Und wenn ich überlebe, wird es mich neu erschaffen. Ich werde noch mächtiger werden als die alte Königin der Klingen. Zagara, verteidige den Schwarmcluster und den Kokon, bis ich vollendet bin. Oder tot. Ja, meine Königin. Gute Aussage, würde ich sagen, ne? Mach mal, bis ich tot bin. Oder ich rauskomme. Schauen wir mal, ne? So, alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt mal los hier. Wir haben jetzt 5 Schwarmwirte. 5 Schwarmwirte auf die Seite, würde ich sagen. Wir verteidigen uns direkt mal hier. So, ich habe nur 5 insgesamt. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir gehen hier drüben hin. Ihr rabt euch hier ein. Wir brauchen mehr Schwarmwirte. Erschafft mehr aus den Larven an der Brutstätte. Versuche es ja. So, Schwarmwörter auf G, ne? Aber wir brauchen erstmal ein paar von den Dingern hier. So. Ihr kommt hier oben bitte hin. Habt euch hier oben ein. Und du bitte machst dich mal hier unten breit. Wir machen die schöne Linie. Das heißt, die spawnen dann alle bitte gleichzeitig fast. So, ihr seid schon eingegraben, oder? Ja, seid ihr schon. Alles klar. So, Overlord hier oben hin. So, 3 Mutanisten habe ich hier noch. Und die Königin. Machen direkt mal hier so ein bisschen ein paar Kriecher und so. Die Überreste von Bracks Truppen sammeln sich in der Nähe. Sie bereiten sich auf einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Tun sie das? Wurzelt unsere Schwarmwirte und Krabbler am Eingang ein. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, ich weiß. So. Wir haben jetzt nämlich auch noch ein Cluster. Das heißt, da müssen wir uns da gleich ausbauen für...
So, während mal hier der eine sich mal verbreiten kann. So, direkt noch einen. Bau mir unten einen hin, bitte. Meine liebe Königin. So, wir müssen erstmal so gut wie es geht nur Verteidigung jetzt erstmal aufbauen. Das ist eine Verteidigungsmission, wo wir nur verteidigen müssen. Das heißt, wir werden tun, was wir können. So, nochmal Schwarmwirte erschaffen. Die Schwarmwirte, die wir noch können, müssen wir erschaffen. So, das sieht gut aus. So, nochmal zwei hier. Dann hauen wir die mal eben hier hin. Guck mal gerade schon mal von da aus an. Arbeitet mal. So, und hier geht man wirklich hier unten hin. So, ausgraben. Und die geht bitte da unten jetzt hin. So, alles klar. Die sind auf Attacke eingestellt. Und ihr bleibt mal bitte jetzt hier. Und dann uns Schwarm wird, den holen wir uns hier unten hin. So, ich habe jede Menge Drohnen. Hab dich ein. So, und du verbreitest dich hier bitte mal. Wir brauchen nämlich hier gleich jede Menge Platz. Das weiß ich nämlich. So, oh, hier sind fünf dran. Das ist aber nicht so geil. Wir sollen bitte nur jeweils 3-3 machen. Das wäre besser. So. Alles klar, pass auf. Wir machen es mal so. Ich gehe schon mal mit einer nach unten. Aber nee, bleib mal lieber da. Du gehst mal bitte nach da unten hin. 300 brauche ich. Ja, komm schon. So, zack. Direkt mal hier Dingens bauen. Im zweiten Cluster, damit wir direkt mal hier arbeiten können. Immer auf die 1. So, und hier unten sind jetzt 5, ne? Da oben sind es 3. Passt erstmal. So. Okay, da wird sich da gebaut. Alles klar. Ich spüre, wie sich ein weiteres Rudel der Urzerk auf der anderen Seite des Beckens sammelt. Sollen sie. Verfälschte Zerk! Ihr habt Brak getötet, doch sein Rudel lebt weiter! Ihr Territorium gehört mir, genau wie ihre Essenz! Aha, okay. Na dann, mach du mal. Schon wieder mit dieser Overlord-Frage. Schlimm. Ich hier oben. Wer ist das denn? Seltsame Kreatur. Ah, ich weiß, wer das ist. Alles klar, ich weiß, wer das ist. Alles klar, alles klar. Okay, hab nichts gesagt. Die Fraktionen der Urzerk greifen sich gegenseitig an. Das ist gut. Gegenseitig umbringen. Wir konzentrieren uns auf den Schutz des Kokons. Würde ich sagen, wa? So, wir breiten uns mal weiter aus hier. So, Verteidigung steht ja soweit. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Zerklinge. Ich habe euch nicht vergessen, verfälschtes Rudel. Eure Anführerin schläft. Sie wird nicht erwachen. Doch, doch, das kriegen wir schon noch hin. Ein Festmahl für mein Rudel sein. So, wir müssen jetzt hier auch für Nachschub sorgen. Yatras Rudel macht sich bereit, unseren Schwarmcluster anzugreifen. Zeig diesen Urzerk den Zorn des Schwarms. Ja, ja, machen wir schon. Mal hier noch ein. Ah, die brauchen immer 200, ne? Das ist schlecht. Sollen wir mal gucken. Ja, ja, ich weiß, wer das hier oben ist. Ja, ja, so. Ja, das wird hier schon hinhauen mit der Verteidigung. Wir hauen die mal nach vorne hier, die ganzen Zerklinge. Jetzt haben wir uns auch noch ein paar vielleicht. Wobei doch lieber vielleicht ein Schwarm wird. Soll er sich hier eingraben dann? So, da kommen schon die ersten. Das können wir schon hin. Und greift mal da vorne an. Wobei, ganz ehrlich, kommt lieber zurück. Lasst auch das Ding da oben kämpfen hier, das Kriecherding. Ein Stachelkrabbler. Vielleicht gar nicht so schlecht. Würde ich behaupten. Dann bauen wir da noch einen hin. Du baust dich mal raus. Bau dich mal raus und bau dich mal hier oben hin. Daraus kann er viel besser angreifen. Und die haben meine... Ah, okay, ich wollte gerade sagen, die haben meine Mutalisten getötet. Doch nicht so.
Ich dachte schon. So, wo ist die Königin? Wo ist die Königin eigentlich hin? Steht hier hinten, ne? Kann gerne mal hier hinten hingehen. Und ich würde sagen, dann holen wir uns nämlich noch eine. Die kann dann hier hinten hin. Kann dann immer richtig schön heilen hier die ganze Zeit. Die Königin. So, meine kleinen Zwerglinge sind wieder geschlüpft. Holen wir sie uns wieder. So, bauen wir uns mal hier unten weiter aus. So, wo ist hier der Kriecher eigentlich? Der ist weg, ne? Okay, warte mal, dann sollten wir mal gerade uns hier unten eben was hinbauen. Die Königin ist von uns hier nach hier auch ausbauen können. So, die Königin ist auch gleich da. Soll sie oben hingehen? Soll sie halt hier heilen? Oder soll die halt jetzt hier oben heilen? So, okay. Brutmutter Zagara. Wichtige Entdeckung. Uressenzen sammeln sich im Pool. Kann verwenden. Viele Schrecken erschaffen. Schwarmcluster gegen Urzerk verteidigen. Okay. Diese Urzerk geben nicht nach. Erschafft die Schrecken. Tötet sie alle. Okay. Ja, stimmt. Die Schrecken. Ja, ja, genau. Ja, würde ich sagen, wir warten jetzt mal gerade. Ungefähr bis jetzt. Und dann warten wir mal an, würde ich sagen, wa? Macht sie kalt. Macht sie platt. Essenz sammelt sich schnell an. Oft einsetzen. Weiß ich Bescheid. Lol. Die haben den Kriechertumor getötet, die Säcke. Tötet sie, tötet alle. Sehr gut. So, den entwickeln wir mal gerade weiter. So, und hier uns noch ein paar Drohnen, würde ich sagen. Mit den Drohnen werden wir nämlich jetzt gleich unsere Verteidigung verbessern. Wir müssen nämlich auch dafür sorgen, dass wir auch Luftverteidigung haben, das weiß ich noch. Wir werden nämlich jetzt hier gleich auch angegriffen. Oder nee. Bau dich mal hier hin. So, Schwarmwirte. Also wir holen einen nach da unten und zwei nach da oben. Ah, komm, geht einfach dahin. Passt schon. So, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal langsam unsere ganzen Gebäude hier. Ja, das habe ich schon. Und zwar, wir bauen mal eine Schafenhöhle. Und wir bauen auch direkt mal, obwohl brauche ich nicht. Ganz ehrlich. Da brauche ich lieber. Ich habe auch schon stehen, oder? Schlüsslinge. Kann ich aber auch noch nicht bauen. Also eigentlich nichts. Yagdra hat Flugeinheiten der Urzerk geschickt, um so den Konkor anzugreifen. Mal den mal auf die zwei. Wie kann man eigentlich, würde gerne mal wissen, wie man beide Bauten auf einen, auf eine Dingens legen kann, würde ich mal gerne wissen. Wird er das? Kein Problem. 3, 2, 1. Schrecken erschaffen. Und dann sind die mal ganz eben fix weg, würde ich sagen. So, ja, sehr gut. Jetzt habe ich nämlich auch Schaben. Aber ich warte lieber auf meine Mutalisken, bis hier das Ding sich entwickelt hat. Okay, na dann. Ah, diese Schrecken hier, die machen das schon. Das ist kein Problem. Immer eine kleine Zerklinge. Die stehen hier unten. Oh gut, sollen sie aber da unten stehen bleiben. So, jetzt aber mal hier das Ding mal langsam hier ausweiten. Kann ja nicht sein. Noch da. Den einen haben wir noch hier. Der kann sich mal noch da ausbreiten. So, und hier haben wir noch ein paar Drohnen. Das da. Das da. Wir machen direkt mal hier auf Vespingas hin. Du kannst noch gerade damit arbeiten. Und ich muss auch hier aufpassen, weil hier kommen nämlich auch gleich welche durch. Das heißt, ich muss da jetzt auch gleich gucken, dass ich da Schwarmwirte hinsetze. Ich spüre ein mächtiges Wesen. Ein riesiger Urzerk. Tyrannozor. Wild. Extreme physische Kraft. Essenz nützlich. Muss er gerade nichts bauen. Keine leichte Aufgabe. Dazu müssten wir mitten durch den Kampf zwischen Yagdras und Braxrudel. Ja, ja, schauen wir schon. Haben wir noch Zeit, ne? Ich brauche mehr Overlords. Das erklärt natürlich einiges, ne? Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Ich kann hier nichts bauen. So, ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal jetzt jede Menge Zerklinge.
Warte, wenn wir hier die ganzen Overlords mal gebaut haben. War immer recht nervig, dass die auch ein Zuhause brauchen. Arti, ihr könnt euch nochmal eben eingraben, ihr zwei. Beide Rudel greifen uns an. Sie nehmen uns in die Zange. Ah ja, sollen sie machen, haben eh keine Chance. So, ich würde sagen, wir postieren mal gerade ganz kurz unsere Kleinen hier unten alle. Meine Dingensschrecken sind auch eh wieder ready. So, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Overlords sind gesetzt. Bauen wir noch ein paar Zerklinge. So, und hier würde ich sagen auch Zerklinge. Bauen wir für jede Menge Zerklinge jetzt und die lasse ich jetzt gar nicht da runterlaufen zu dem. Naja, das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt nicht so tragisch. Weiß. So, Schrecken, kein Problem. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach gleich, wenn ja alles tot ist. Was jetzt gleich hoffentlich der Fall sein wird. Und sich ja mal gerade dahin stellen, meine Liebe. So, lauft mal gerade da unten hin. Lauft mal hier unten hin und macht den mal gerade kalt. Das schaffen die schon. So, und hier würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen Verteidigung. Diese Urzerk erhalten ständig Verstärkung. Wir sollten sie umgehen. Ja, ach, was mache ich denn gerade da unten? So. Laufen ja da unten einfach durch und killen den jetzt, den Kerl. Ja, guck mal, durch meine Übermacht hier. Von einem kleinen Zerkling. Gehen wir schon hin. Selbst wenn die jetzt alle sterben, die kommen jetzt gleich da eben oben eh gleich wieder raus. Gehen wir schon hin. Selbst wenn. Was auch wahrscheinlich so aussieht. Ich glaube, die werden jetzt alle sterben. Ja, ist nicht schlimm. Hat nicht mehr viel. Vielleicht reicht es sogar noch, wenn wir die zwei Mutalisten einfach dahin schicken. Sollen die denn halt noch killen? Vielleicht reicht das dann noch. Hier habe ich wieder meine kleinen Zerklinge. Kommen jetzt gleich wieder. Ach, der reckt sich ja sogar wieder voll, die Sau. War gar nicht so geil. Macht ihn kalt. Ach, der greift sogar nach da oben an. Okay, das ist schlecht. Warte, greift erstmal den da gerade an. Macht den mal gerade kalt da oben, den Kerl. Jetzt kann ich wieder auf meine Zerklinge warten. Hallo, Zerklinge. Okay, geht mal wieder nach da unten. Ah, nee, warte, das bringt gerade nichts. Das bringt so nichts. Wir müssen mal anderes dahin schicken. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt ein paar Dingens dahin. Mal gerade die Schrecken mal. Aber ich merke gerade, die kriegen da gerade tierisch auf die Fresse hier. Meine Königin laufen nach vorne. Ist die denn dumm? Ah, ist egal. Passt schon. Machen wir uns halt eine neue. So. Kommen da noch Zerklinge? Ich glaube schon. Machen uns einfach eine neue Königin jetzt hier hin. Hier sieht es ganz gut aus. Hier ist auch. So, hier noch. Und da noch. So. Alles klar. Jetzt haben wir hier jede Menge Scheusale. So, dieser Tyrannosaurus ist gleich wieder voll, ne? Nicht schlimm, wir warten jetzt mal gerade ganz kurz, bis ich hier meine kleine Armee gebaut habe, die den Typen umnietet. Schon wieder? Das ist ja schlimm. Schwarmcluster wird angegriffen. Oh, ist aber nicht so geil. Was machen wir denn da? Da haben wir jetzt keine Luftverteidigung, das ist natürlich jetzt kacke, ne? Das ist jetzt kacke hier. Ja, ist nicht schlimm. Warten wir mal für mal gerade. Ich baue mal gerade hier unten zwei, drei Luftverteidigungsdinger auf. Wir dann auch mal sowas erledigen. So. Dann würde ich sagen, wir bauen so viele Mutalisten, wie wir jetzt können. Ja, mach die mal da kalt jetzt, die Kollegen. Kommen die da zurecht? Ich denke schon, oder? Sieht ganz gut aus.
So, hier meine Horde ist ready. Und laufen die eigentlich alle dahin? Und ich mal alle hier sammeln. So, kommt mal hier hin. Sammelt euch mal da alle. So, die haben wir alle getötet. Ich würde sagen, dann legen wir jetzt mal los. Jetzt haben wir eine große Armee. Das kriegen wir jetzt hier hin, würde ich sagen. Die Mutalisten noch da kommen. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, als nächstes würde ich sagen, werden wir da unten dafür sorgen, dass wir hier unten Schwarmwirte gleich haben. Weil hier ist nämlich auch gleich ein Punkt. Der wird nämlich gleich eingenommen. Als nächstes bauen wir mal ein paar Schwarmwirte nochmal. So, und hier wieder ein paar Zerklinge. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Mineralien. Naja, kein Problem. Lauft einfach da unten durch und macht den Kerl mal kalt. Das sieht doch schon mal zehnmal besser aus. Den Scheusaler brauche ich gar nicht. Die können zurücklaufen. Lauf mal zurück. Okay, so, der ist besiegt. Lauft alle zurück. Wir brauchen euch erstmal nicht mehr. So. Ah, da unten entscheidet sich, glaube ich, bald. Viele haben die nicht mehr. Sieht ganz gut aus. Zerstören die Felsen in der Nähe des Kokons. Ah ja, kein Problem. Lauf doch mal ein. Lauf ein bisschen unten, bis sie da rumgelaufen sind, sind die down. So, warte, wir werden jetzt einfach mal hier unten das eben mit denen machen. Und wir mal hier unten die Dingens hin. So, ich hab doch hier die Lufteinheiten, oder? Komm mal hier hin. Ah, scheiße. Hau dich mal dahin. Macht das da mal die Viecher da kaputt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, sieht gut aus. Bald wird unsere Königin erwachen. Ja, bald. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Holen wir mal die Schrecken zur Hilfe. Haben wir wieder gerade ein bisschen Action. Auch mehr von den Mutalisten. Mehr von den Mutalisten brauchen wir hier. Mal Zerklinge mal da unten hin. Zerklinge hier unten hin. Unsere Verbündeten? Welche Verbündeten? Achso, die. Ah ja, ach. Was soll's. Habt euch mal alle ein. Und halt euch mal gerade voll. Machen wir die Einheit mal gerade auf 3, weil ich die 3 mit gleich ausgraben kann hier. So, da kommen wieder neue. Mal hier wieder ein paar neue kleine Drohnen bauen. Wir brauchen mehr Overlords. Schon wieder? Meine Güte. Ah, dann macht man hier wieder Overlords ein paar. Hier, das Ding bleibt jetzt erstmal. Wir lassen das so lange da liegen. Das müssen wir nicht kaputt machen, das Teil. Das hilft uns ja noch. Das müssen wir nicht zerstören, das Ding. So, ein kleiner Zerkling hier. Hier sind jede Menge Viecher. Alle gerade mal ein bisschen sammeln hier, die kleinen. Was ist da wieder los? Mach die mal da unten bitte Platz. Weil die Mutalisten abgehen hier, ey. Das ist der Hammer. Der Obershit. So, kleine Zerklinge, die haben wir mal hier hin. So, und ich würde sagen, wir machen noch. Ich kann Hydralisten noch keine bauen, ne? Komm, ich mach mal einen Hydralistenbau. Hydralistenbau. Ja, was denn? Der kommt hier hin. Bau den mal hier so außerhalb. Ja, ja. Wird er das? Helft mal und weißt du was? Ich glaube, nee, komm, wir sparen uns jetzt mal gerade auf. Die kriegen wir auch gerade mal so erledigt hier.
Kollegen, die können nix. Ach komm, weißt du was? Weißt du was, du wirst so schlimm jetzt hier. Mach das da mal gerade kalt. Und wenn wir hier besser Verteidigung aufbauen können. Was soll's. So, jetzt haben wir halt 3 Eingänge drauf geschissen. Ist mir egal. Hauptsache, wir können hier anständig agieren mit den Einheiten. Mein Blut ist stark. Wir erobern Essenz. Wir verschlingen. Naja, macht ihr mal. Jetzt sind nur noch die verfälschten Zerg übrig. Holt euch ihre Essenz. Tötet sie. Ja, wo kommen die hin? Streitkräfte sammeln sich. Sie nähern sich dem Schwarmcluster. Aha, okay. Wo sammeln die sich? Sammeln die sich hier? Dann sammle ich meine ganze Stärke halt da unten. Gehen die denn jetzt hin? Sag nicht, die gehen hier oben hin. Das wäre äußerst ungeil. Da müssen wir die direkt mal aufhalten. Sieht aber so aus. Dann greifen wir die mal eben an. Ja, ich weiß. Ich hab's gemerkt. Nach hier oben. Bin ich mal gerade hier oben irgendwie. Muss ja nicht sein. Komm, weißt du was? Einfach auf Schrecken drücken jetzt. Das ist mir jetzt auch egal. So. Ja, wieder Mutalisten ein paar bauen. So, hier machen wir einfach mal ein paar Zerklinge. Kämpft mal gerade hier, meine kleinen Zerklinge. Ich würde sagen, die ganzen Mutalisten, die jetzt hier oben sind, die hole ich mal gerade noch eben hier hin. Die sollen mal gerade eben um hier angreifen. So, ich habe jede Menge Zeug. Das heißt, wir können jetzt bauen, so viel wir wollen. Wir haben ja gerade jede Menge Ressourcen. Okay. Ne, warte, hier nur die kleinen Zerklinge. Wir holen uns mal gerade hier oben hin. Wird auch ein bisschen attackiert, aber da passt schon. Wir müssen hier ganz dringend mal unsere Einheiten mal nach hinten, nach links da schicken. Da wird es nämlich immer weniger. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Er wird dauerhaft angegriffen, kann das sein. Werden hier nur noch angegriffen. Der Schwarm wird bestehen. Naja, eine Minute noch. Können wir schon noch hin. Das kriegen wir schon noch hin. Komm, wir überzeugen jetzt einfach mit Masse. Überzeugen jetzt einfach mal mit Masse hier. Was ist denn mit dir? Spielt mal da oben hin, du Wichser. Blödes Vieh. Greift sie an. Macht sie platt. Ja, komm, wir machen jetzt einfach 3 Königinnen hier. 4 Stück, komm. Aufgeschissen, ey. So, 11 Sekunden noch. Haben wir es eh geschafft. Schrecken. So, da passt schon. Wir werden halt überall angegriffen. Ich meine, das ist halt das Ende der Mission. Das ist halt immer so, ne? Wir werden halt wie wahnsinnig jetzt alle angegriffen, aber wir kriegen das hier schon hin. Ja, wir haben ein Schwarmcluster oben erledigt. Das ist mir aber auch relativ egal, wir haben es geschafft hier. Kommt die endgeile Zwischensequenz. Ich bin noch ruhig.
Ja, das war es, würde ich sagen. Und ich habe sogar noch ein Ding gekriegt. Diese Feuerprobe, die ich jetzt gerade normal habe, ohne dass Kerrigan's Gekorn Schaden erleidet. Haha, so gut bin ich. So, wir töten die Feuerprobe 25 gegnerische Einheiten mit Urschrecken. Haben wir auch hingekriegt. Ja, ich würde sagen, dann war es das für heute. War eine sehr geile Folge, würde ich sagen. Und wir werden in der nächsten Folge die tollen Veränderungen von Kerrigan nochmal uns anschauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.